Den einen da auf der Karte kriege ich gar nicht. Ah ne, hier waren nur drei Planeten, stimmt ja. Oh. Das heißt, ich reiß hier nur querfeldein die ganze Zeit. Was scheint in der Region wenig radioaktive Planeten zu geben? Ja, ich glaube auch. Und das Geile ist, jetzt sind mein Treibstoff eh wieder alle. Das heißt, ich muss es erstmal tanken fahren an der Tankstelle. Was für Technologie hast du? Oh Gott. Willst du gar nicht wissen. Willst du gar nicht wissen. Ich bin noch gar nicht so weit. Arbeite immer noch mit dem Sigma-Reaktor. Ich finde den Tau nicht. Ich habe bisher in dem ganzen Spiel, jeder Hinz und Kunz findet eine Absturzstelle. Also von anderen Schiffen und so und tralala und findet auch neue Antriebe. Ich finde nicht eine Absturzstelle. Ich habe heute eine gefunden im Stream. Heute. Die erste, seitdem ich das Spiel habe. Seit Release des Spiels habe ich eine Absturzstelle gefunden. Ich finde nicht eine. Es ist so, es ist keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, geh ein Stück weiter. Wo soll ich denn hin? Ich habe keinen Antrieb mehr. Ich habe keinen Antrieb mehr. Ich glaube nicht, dass ich irgendwo hinfliegen kann, oder? Was hier? Ein Planet. Juhu, ich habe keinen Treibstoff mehr. Das heißt, ich muss erst Treibstoff machen. Aua, mir juckt das Auge. Mir lassen die Augen schon nach. Ich muss erst Treibstoff basteln. Das heißt, ich muss erstmal... Oh. Was immer ins Leere, ins... Was im Weltall zuerst scannen? Okay. Und dann? Es werden bis zu drei Sachen angezeigt. Ja, hier bei mir auch. Hier. Da, Tafel, Signal und Observatorium. Ich weiß, die kriege ich immer angezeigt, die Sachen. Aber... Wie gesagt, bisher Abschnittstelle eine einzige. Das ist aber erst seit dem Patch neu. Auch öfter senden Türme, ja. Du weißt gar nicht, wie oft ich die Türme am Anfang benutzt habe mit den Überbrückungsships und alles. Das habe ich so häufig gemacht und ich habe nicht eine Abschnittstelle gefunden, nicht eine. Es ist so, wie gesagt, ich habe das Spiel seit Release und spiele das ja nicht erst seit heute. Na? Und das mit den Sachen hier, dass die eingeblendet werden im Weltraum, das ist auch seit dem Update erst neu. Also, ja gut. So, gucken wir mal. Ich habe seit dem Update 23 Schiffe gefunden, ohne suchen. Ja, wie gesagt, seit dem Update. Vorher war das nicht so. Deswegen. Ne? Ich spiele es auch seit August. Okay. So. Toller Planet. Wow. Oh, Zink ist da oben. Was brauche ich denn jetzt nochmal? Oh Gott, jetzt muss ich mal gucken. Ach, warte mal, da war es doch schon. Davon brauche ich auf jeden Fall ein paar Sachen. Vorher war es tot, all... Was? Vorher war es total... Was? Vorher war es total einfach. Okay. Vorher war es total einfach. Ja, was heißt einfach? Ich fand halt das Erkunden ganz cool und so und mich hat's halt gereizt, dieses... Oh Gott, Iridium und Zink. Oh nein. Zink haben wir schon gesehen, das war da oben irgendwo. Iridium könnte hier sein, schon mal super. Wie gesagt, ich fand's ganz geil, auch vom Anfang an her. Hui. Iridium nehmen wir wieder mit. Yeah. Davon haben wir genug. Davon können wir uns totschmeißen mit Iridium. So, Zink war hier irgendwo, ne? Da ist Zink. Da ist Zink, Zink, Zink. Zink, 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 Zink. Zink ist aber, glaube ich, hier auch so ein bisschen Mangelware, wenn ich das richtig sehe.
Wie viele Stunden hast du was bis zum Update gespielt? Boah, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine Menge war das. Das kann ich dir so gar nicht sagen. Ich glaube auf jeden Fall, bis ich das erste Schiff hatte, erstmal richtig... Ich weiß ja nicht, musste ja auch erstmal die ganzen Units sparen und alles. Hallo, Abi, du süß. Abi, du süß. Quack, 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 quack. So, ich weiß das gar nicht. Wie gesagt, also ich habe da so viel Zeit auch reingesteckt, weil mich das einfach interessiert hat halt. So, warte mal. Wir haben doch jetzt... Zink und Iridium. Ach, Zink brauche ich nochmal ein bisschen. Noch mehr Zink. Das heißt, wir müssen ein bisschen Zink sammeln gehen. Dann machen wir mal. Und, ja, ich habe so schon halt Zeit investiert. Einfach nur stupide rumlaufen, weil es halt mich halt interessiert halt. Ich habe halt nicht so viel... Die Technologie konnte warten. Ne? Das war halt so. So. Freunde, Zink. Da ist Zink. Hallo. Da gehen wir mal dahin. Manchmal wünsche ich mir echt ein Fahrzeug hier. Aber das soll ja alles kommen. Ich bin da sehr gespannt. Ich lasse mich da echt überraschen. Was für Riesenpilze das sind. Unglaublich. So. Da haben wir wieder Zink gefunden. Aber man findet doch die Technologie beim Erkunden. Ja. Das war aber vor dem Patch nicht so einfach gewesen. Oder vor dem Update. Die Technologie zu finden. Immer wieder zur Atlas-Schnittstelle dann gereist und tralala und dann hast du Technologie gefunden, die ihr schon hattest und ach, auf. Deswegen, wie gesagt, also ja. Das war nicht so einfach gewesen. Da hast du auch diese Kästen hier, die mit den Zahnrädern, da habe ich auch aufgemacht, da war Technologie drin, die ich schon 100-mal gefunden habe und immer dasselbe und ja. Dann war dann irgendwann auch so, wo ich dachte, okay, jetzt gehst du einfach mal nicht mehr farmen. Doch war es einfacher als jetzt. Ja, kann ich nicht besagen. Kann ich nicht beschreiben. Also kann ich nicht sagen. Ich finde es jetzt ist es einfacher sogar. Weil jetzt alles angezeigt wird. Ja, jetzt hast du die ganzen Symbole von den ganzen hier, da, da ist jetzt was zum Sammeln und tralala und. Ja. Vorher hast du nur angezeigt gekriegt, glaube ich, nur irgendwie so rote Sachen und so und blaue Sachen. Oh, Zink, jede Menge. Also ich fand es am Anfang ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, ich habe... Es ist vor allen Dingen, dass... Du kannst ja sowieso dein Spiel nicht mit meinem vergleichen, weil bei jedem ist das Spiel anders. Das habe ich so häufig erlebt. Ich hatte zum Beispiel bei mir... Hatte ich einen leichten Einstieg gehabt. Ich hatte zum Beispiel einen Freund von mir, von meiner Freundesliste, oder einen Bekannten von mir, der hat's auch gespielt. Der hat einen total schwierigen Einstieg gehabt. Der kam überhaupt nicht klar. Der hat nicht gar nichts gefunden. Noch weniger wie ich. Ne, ich habe am Anfang ein paar Technologiesachen gefunden und danach war bei mir Feierabend. Er hat am Anfang gar nichts gefunden. Also es ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich gewesen. Na, also, na. Nein, ich habe keine Blaupause für Theta und Tau. Nein, ich habe nichts gefunden davon. Nichts. Nichts. Sonst hätte ich das ja schon alles, aber habe ich nicht gefunden. Ich habe auch keine Ahnung... wie die alle an den Atlaspass gekommen sind, an den dritten und den zweiten. Habe ich auch nicht. Ich habe nur den ersten immer noch. Weil ich keinen weiteren Atlaspass finde. Also, ja, wie gesagt, es ist von jedem Spiel zu Spiel ist unterschiedlich gewesen. Oh Gott, eine Station da unten. Da ist noch Plutonium. Wie gesagt, jedes Spiel ist anders. So. Ich hatte sehr keinen einfachen Einstieg. Sehr radioaktiven Planeten mit hunderten von tödlichen Spinnen. War nicht schön, ja. Das kann ich mir vorstellen. Aber wenn du sagst, du hast viele Technologien gefunden, dann ist es ein bisschen leichter für dich. Weil die Technologien hatte ich zum Beispiel nicht. Na, bei mir waren die... Bei mir waren die, nicht zu finden. Huch, wo kommt er denn jetzt her? Alter, wie sieht der denn aus? LOL!
Ich gehe mal zurück zum Schiff. Tamium nehmen wir mal mit. Wenn wir schon dabei sind, einmal so. Brauchen wir nicht auch Tamium? Gleich für die Zelle. Ich gehe nochmal Tamium sammeln. Ah ja, die bekommst du. V2 Atlas bekommst du in der ersten, zweiten Weltraumanomalie. Habe ich gesehen, ja. Du willst gar nicht wissen, wie viel Weltraumanomalie ich schon gewesen bin. Wenn das so wäre, boah, dann hätte ich ja schon, keine Ahnung, dann hätte ich wahrscheinlich schon den dritten Pass. Dann hätte ich definitiv schon den dritten Pass. Ah, scheiße, 10 brauchen wir, ne? Fuck. Also wenn das so stimmt, wie du sagst, mit Pass 2 und 3, dann hätte ich den schon. Weil ich war jetzt schon mindestens in 10 bis 15 Weltraumanomalien und nicht einen weiteren Pass habe ich bekommen. Nicht einen. Oder muss man dabei noch irgendwie was sagen? Das wäre mir neu. Weil ich kann mich entsinnen, den ersten Pass habe ich nämlich an der Abschutzstelle bekommen. Was sind das denn für Mini-Alien? Mars, was? T-Rex? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist hier mein Schiff? Du kommst, wenn du Polos Aufgaben erfüllst. Aha, ach, guck mal an. Weißt du? Hätte ich das mal machen sollen. Das weißt du doch nicht. Also, du vielleicht, aber ich nicht. Das kriegst du ja nicht gesagt vom Spiel. Ich denke immer, ja, du sollst ihm das und das bringen und so. Und ich denke mir so, ja, die Weltraum... Dinger da sollst du ihn bringen, halt hier von den anderen Schiffen, die er zerstört hast, und denke so, boah, ja, warum soll ich das machen? Toll. Aber gut. Das ist gut zu wissen. Dann weiß ich schon mal, wo ich meinen Atlas-Pass dann den nächsten herbekomme. So. So, habe ich denn jetzt genug, um die Warpzelle herzustellen? Das nervt auch. Dieses zigmal draufklicken. So nervig. So. Von dem Spiel bekommst du gar nichts gesagt. Ja, das stimmt. Da hast du recht, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist, ein bisschen schade. Zumindest ein paar kleine Sachen wären schon geil gewesen. Aber gut. So, Freunde, dann gucken wir nochmal. Dann gucken wir nochmal, dass wir nochmal irgendwo hinfliegen. Waren wir hier schon gewesen? Vier Planeten unentdeckt. Gehen wir mal hin. Vielleicht wären wir ja da, finde ich, was radioaktive Planeten angeht. La 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 la. Nope, da haben wir schon mal nichts. Ah, diese beruhigende Musik. Ein Traum. Ich fühle mich total tiefenentspannt. Ah ja, ein Verlassungsgebäude entdeckt. Sehr schön. Was gibt's hier noch zu sehen? Das ist aber nicht das, was wir brauchen. Kryozagen. Kryozagen brauchen wir noch nicht, oder? Nee, das ist was anderes gewesen, ne? Wo ist hier ein anderer Planet hier? Hallo? Gibt's hier noch irgendwo einen? Ah, dahinter wahrscheinlich, ne? Kann das sein? Na, super. Impulsantrieb leer und wir haben kein Eisen mehr, oder? Impulsantrieb leer und wir haben kein Eisen mehr. Doch, haben wir noch. Juhu. Da taucht er auf. Hallo! Da bin ich schon.
Okay, wir kriegen nichts angezeigt. Ich guck gleich mal, ob da rechts noch irgendwie was war. Aber da ist nichts. Hier ist ein Frachter. Okay, warte mal, ich guck mal, kann ich hier eben Eisen irgendwie mitnehmen? Hey, Eisen, woo! Oh, Notfallsignal entdeckt. Ja, war so klar. Warum sollten die mich auch mal in Ruhe lassen? Es ist so lächerlich. Wie viel kommen jetzt wieder? 10 Stück oder was? Was hinter dem Planeten sieht auf... Was sieht auf dem Monitor vor deinem Raumschiff so aus? Hinten, ja, dann soll die mal da bleiben. Wo der Pfeffer wächst. Ich fliege hier nochmal in die Richtung hier. Warte mal, wann der jetzt hier? Da, ne? Achso, warte. Ernsthaft jetzt die Störung? Weil die da sind, oder was? Jetzt stören die mein Signal. Ich kämpfe gar nicht gegen die. Ach, Freunde. 2 Stunden bis zur Ankunft. Das kann ein bisschen dauern. So. Darf ich jetzt? Nein, darf ich nicht. Warum nicht? Den habe ich schon, ne? Oder? Hallo? Ich frage mich, warum ich gerade hier nicht weiterfliegen kann. Was, du siehst schon früher, dass Piraten dich angreifen werden, weil das, was? Den Piratenscan auf dem linken Monitor in deinem Schiff angezeigt bekommst. Achso, okay. Nein, hier gibt's auch nichts. Ja, super. Ja, klasse. Freunde, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich fliege jetzt erstmal zurück zu unserer Base. Und dort mache ich eine kleine Speicherung. Und dann würde ich sagen, machen wir dann Feierabend für heute erstmal. Da können wir morgen weitermachen. Wir haben ja morgen jede Menge Zeit. Es läuft ja nichts weg. Und, ja. Morgen haben wir ja Folge 300, meine Güte. Ich kann das immer nicht glauben, dass wir uns schon, oder zumindest einige hier, die hier im Stream sind, dass wir uns 3 Jahre schon kennen. Warte mal, nee, drüben war das Portal, ne? Oder zumindest fast 3 Jahre. So. Juhu. Ja, ich will zurück, natürlich. So. Teleportieren. Beam mich hoch, Scotty. Ach ja. Da können wir nach dem radioaktiven Planeten können wir morgen nochmal suchen. Da haben wir ja nochmal genug Zeit bei 12 Stunden. Oh Gott. Da muss ich mir jede Menge Kaffee organisieren. So.
Naja. Da gucken wir mal, dass ich jetzt noch speichere, dass ich wenigstens da nicht umsonst durch die Gegend geflogen bin, die Sachen eingesammelt habe. Dass ich wenigstens speichern kann. Wieder zurück. Juhu, ich muss die Galaxie noch umbenennen und den Planeten. Freunde. Alter, und hier ist jede Menge nachgewachsen. Ist Zink wieder da oben? Okay. Wir haben hier eine unendliche Quelle an Zink. Das ist unfassbar. Den hole ich mir jetzt noch. Das heißt, jedes Mal, wenn ich hier wieder zurückkomme, ist hier immer wieder Zink. Das ist so geil. Achso, genau, wir können ja mal eben kurz gucken, bevor ich jetzt gleich ausmache. Wir können mal eben kurz gucken, was unsere Pflanzen sagen. Da oben ist auch Zink. Das lasse ich jetzt liegen. La 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 la. So. Alter. Dieser Hanf-Marihuana-Anbauer da hinten, ne? Es ist unfassbar. So. Ach so. Aber ich habe doch Beutel... Warte mal, Beutelgift habe ich doch schon, oder irre ich mich da? Habe ich da im Lager, oder nicht? Habe ich da eigentlich im Lagersystem hier schon irgendwo eingelagert? Nee, hier war es nicht. Wo war es jetzt? War es hier? Nein. Was? Aus Hanf macht doch nur die Seile. Da. Beutelgift habe ich doch. Aber der braucht wahrscheinlich mehr, ne? Die Pflanzen kannst du mit den Granaten beseitigen. Ja. Mit den Granaten? Okay. Wer braucht denn das nochmal? War das er hier? Er war das, ne? Oder? Ach ja, der braucht einen Gefahrschutz. Gefahrgutschutzhandschuh. Ja, ich kann das noch nicht machen. Mit seinen Augen, mit seinen 3D-Augen, weißt du? Ja gut, dann speichere ich nochmal eben. Ich werde nochmal eben die Dings wegbringen. So ein Beutelgift. So. Kann ich das mal eben hier reinpacken? Habe ich sonst noch irgendwas zum Einlagern? Ich schaue nochmal eben. Antrium. Haben wir das hier irgendwo reingepackt hier? Oh Gott, es geht das wieder los. Warte mal, Zink. Hallo? Oh, Zink ist so Mangelware. Das ist so. Wir müssen mal unbedingt gucken, dass wir mal. Dass wir mal auf Zinkreise gehen oder so. Demnächst. So, jetzt speichere ich erstmal unsere, ja, Garage, keine Ahnung, für ein Auto, was nicht vorhanden ist. Was wir heute gebaut haben, alles und das hier und... Ja, das war ganz lustig. Das wird auf jeden Fall, denke ich mal, demnächst dann auch, häufiger kommen. Im Stream, vermute ich mal. Weißt du, ja doch gerne gesehen, hätte ich nicht gedacht. Ja. Ich möchte mich herzlich bei euch bedanken. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Also vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da gewesen seid, dass ihr den Spaß heute mal wieder mitgemacht habt. Wir sehen uns dann natürlich, wir sehen uns morgen wieder. 15, 16 Uhr. Ich werde das Ganze ja nochmal auf Facebook dann nochmal Bescheid sagen. Wie gesagt, 15, 16 Uhr werde ich wahrscheinlich anfangen und dann 12 Stunden... Dürft euch freuen, gibt eine bunte Mischung an Spiele, also für jeden wahrscheinlich irgendwie was dabei. Danke fürs Zusehen. Danke, wie gesagt, dass ihr immer wieder da seid, dass ihr den Spaß mitmacht. Ich wünsche euch jetzt eine schöne gute Nacht. Viel Spaß bei dem, was ihr noch treibt. Macht nicht mehr so lange und wir sehen uns morgen. Bis nächste. Tschüss.